Titanus Tiamat oder auch einfach der Titan Tiamat ist mit Abstand der meiner Meinung nach schönste Titan, den wir im gesamten Monsterverse jemals gesehen haben. Und ja, ich gehe sogar so weit und sage, dass Tiamat noch wesentlich schöner und brachialer rüberkommt als Mothra selber. Dummerweise haben wir nicht allzu viel von diesem Titan gesehen. Ich meine, der wurde in Godzilla Kong the New Empire eingeführt, zumindest filmisch eingeführt. Wir lassen die Comics erstmal kurz beiseite und auch im selben Film dann relativ schnell von Godzilla auch wieder erledigt. Das heißt, naja, im Endeffekt bleibt Tiamat dabei irgendwie ein bisschen auf der Strecke, obwohl wir im Film selber ja auch sehr interessante Sachen über diesen Titan erfahren, die zumindest so minimal angerissen wurden. Deswegen habe ich mir gedacht, beschäftigen wir uns doch einfach mal in diesem Video hier mit Titanus Tiamat. Wir reden hier über den Titan, über sein Erscheinen in Comics, in Filmen, wo auch immer, jetzt auch seit neuestem in Spielen, über seine Fähigkeiten, seine Besonderheiten und auch die Inspiration für diesen Titan, denn ja, auch wenn man es Legendary nicht immer ansieht, auch hier das Monsterverse nimmt sich meistens dann doch immer bestimmte Vorbilder beim Design der Titan oder vielleicht auch einfach nur bei den Namen. Wir quatschen jetzt hier einfach mal über alles, was du über Titanus Tiamat wissen musst. Legen wir los, viel Spaß mit dem Video. Bevor wir jetzt mit dem eigentlichen Video starten, müssen wir noch ganz kurz etwas Organisatorisches klären. Ihr merkt in diesem Video, ich sitze wieder. Ich habe irgendwie gerade mal wieder Bock auf Veränderungen gehabt und ja, tatsächlich dachte ich mir, okay, im Sitzen kommt das alles vielleicht ein bisschen lockerer rüber. Allerdings habe ich hier und da auch mal meine Tage, wo ich einfach Lust habe, irgendwie vor der Kamera zu stehen. Warum ich das erwähne? Ich weiß, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Deswegen müsst ihr mir sagen, ob das irgendwie krass verwirrend ist oder einfach nervt, wenn ich mal sitze und mal stehe. Und ich meine diese Frage wirklich ernst. Schreibt es mir gerne in die Kommentare unten rein. Jetzt legen wir aber los mit dem eigentlichen Thema. Wer ist eigentlich Tiamat? Tauchen wir also in die, im wahrsten Sinne des Wortes, tiefen Welten des Monsterverse ein, um einen der mystischsten und mysteriösesten und natürlich auch beeindruckendsten Titanen zu beleuchten. Tiamat, wer ist dieser Titan? Welche Inspiration steckt hinter diesem Design? Und warum spielt er eine Schlüsselrolle im Monsterverse, obwohl er eigentlich nur eine relativ geringe Screentime hat? Wir beginnen erstmal mit den gesamten Grundlagen über diesen Titan. Ja, Tiamat ist ein sogenannter Titan und ist auch in keinem Verzeichnis als Kaiju hinterlegt. Das unterscheidet ihn von anderen Titanen wie zum Beispiel Godzilla, der einmal auf der Toho-Seite als Kaiju betitelt wird, im Monsterverse jedoch als Titan. Da Tiamat allerdings nur eine Idee von Legendary selber ist, erscheint dieser Titan ebenfalls nur in den Produkten von Legendary, das heißt in Comics, in Spielen oder eben auch in Filmen zum Monsterverse. Tiamat ist also eine Eigenkreation für das Monsterverse selbst und erscheint nicht in den Toho-Filmen. Tiamat ist ein gigantisches, uraltes Wesen, das tief unter dem Ozean unserer Erde schlummert. Und ja, obwohl Tiamat im offiziellen Kanon auch wirklich als geschlechtslos beschrieben wird, werde ich mich hier auf das Wort sie beziehen. Warum? Das erfahrt ihr gleich noch. Deswegen nicht wundern, wenn ich jetzt hier immer von sie rede. Tiamat wird als Wasserdrache beschrieben, mit schlangenähnlichem Körper, glühenden Augen und einer Aura, die eine Mischung aus Grauen und Ehrfurcht ausstrahlt. Ihre Bewegungen sind sowohl geschmeidig wie auch tödlich und sie stellt eine Verkörperung der Urgewalt des Meeres dar. Was Tiamat so besonders macht, ist ihre Verbindung zu den uralten Mythen. Sie wird oft mit Chaos und der Erschaffung neuer Welten assoziiert. Ein Symbol für Zerstörung und Neuanfang, quasi das personifizierte Yin und Yang. Ebenfalls ist Tiamat nicht einfach nur der Name, den sich die Filmemacher aus dem Hut gezaubert haben, nein. Sie basiert auf einer Figur aus der mesopotamischen Mythologie. Dort ist Tiamat der Name einer uralten Göttin, welche die Verkörperung des Urmeeres darstellt, was ebenfalls auch zu diesem Titan passt. In den Schöpfungserzählungen der Babylonier ist sie sowohl Schöpferin als ebenfalls auch Zerstörerin. In einem epischen Kampf wird sie von dem Gott Marduk, wird es glaube ich ausgesprochen, besiegt, der aus ihrem Körper die Erde und den Himmel formt. Also ihr merkt schon, hinter Tiamats Ursprungsgeschichte, zumindest der Geschichte des Namens, steckt so viel Mythologie, dass ich mich wirklich fragen muss, warum hat man diesen Titan schon in Godzilla Kong the New Empire einfach weggetötet? Diese Dualität von Schöpferin und Bedrohung spiegelt sich auch in der Darstellung im Monsterverse wider.
Tiamat ist gleichermaßen furchterregend als aber auch wunderschön anzusehen. Die Inspiration für diesen Titan im Monsterverse kombiniert diese mythologischen Wurzeln mit modernen Designelementen, um einen Titan zu erschaffen, der nicht nur bedrohlich wirkt, sondern ebenfalls auch die Vorstellungskraft anregt. Tatsächlich hat Tiamat ihren ersten richtig großen Auftritt im Monsterverse nicht etwa in einem der Filme, nein, sondern im Comic Godzilla Dominion. Dort wird sie tatsächlich als eine der mächtigsten Gegnerinnen von Godzilla gezeigt. Die beiden liefern sich hier eine epische Schlacht in den Tiefen der Ozeane, bei welcher Tiamat ihre unglaubliche Stärke und ebenfalls auch Intelligenz unter Beweis stellt. Alles beides Dinge, die im Film nicht wirklich rübergekommen sind. Aus diesem Grund ja, wenn ihr mehr über Tiamat erfahren wollt, lohnen sich die Comics. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare unten reinschreiben, ob ich auch mal bestimmte Monsterverse-Kanon-Comic-Reviews hier auf dem Kanal hochladen soll. Das bevorzugte Habitat von Tiamat ist, wer hätte es gedacht, die Tiefsee, und sie scheint eine Art von Wächterin der Wasserwelt zu sein. Quasi das, was Godzilla für die Oberfläche der Welt ist und das, was Kong für die Hohlerde ist. Aber im Gegensatz zu den anderen beiden Titanen wird Tiamat hier als eine direkte Bedrohung für jeden dargestellt, der ihren Lebensraum auch nur stört. Die Bedeutung von Tiamat im Monsterverse geht über ihre Rolle als großer Gegner von Godzilla weit hinaus. Sie zeigt uns, wie vielfältig und faszinierend die Titanen dieses Universums sein können. Ihre bloße Existenz weist darauf hin, dass die Welt des Monsterverse nicht nur von terrestrischen Titanen wie Godzilla und Kong beherrscht wird, sondern auch, dass die Ozeane voller Geheimnisse und weiterer mächtiger Wesen sind. Darüber hinaus steht Tiamat symbolisch für das Gleichgewicht der Natur, das oft durch menschliches Eingreifen gestört wird. Sie erinnert uns daran, dass die Natur, egal ob auf Land oder im Meer, ihre eigenen Regeln hat, die wir respektieren müssen. Ihr merkt also, Tiamat ist mehr als einfach nur ein weiterer Titan im Monsterverse. Sie verkörpert sowohl Mythologie als aber auch Naturgewalt und eine mystische Tiefe, die das Universum definitiv bereichert, wenn man sich mehr mit diesem Titan auseinandersetzt. Und ja, irgendwo tief in mir drin wünsche ich mir, dass Tiamat möglicherweise entweder noch ein Kind hat oder eine Schwester oder einen Bruder oder einfach noch lebt im nächsten Film. Weil ich finde, man merkt auch so langsam, dass dieser Titan wirklich zu so einem kleinen Fanliebling geworden ist, der aber eigentlich nicht allzu viel zu tun hat. Quasi wie Boba Fett bei Star Wars. Ja, das könnte man ebenfalls auch mit Tiamat vergleichen. Jetzt bist wie immer du gefragt, was hältst du von Tiamat? Würdest du dich über einen weiteren Auftritt des Titanen freuen? Hättest du gerne mehr Informationen über die tiefe Mythologie dieses Titanen? Und wie gesagt, wenn ihr mehr Interesse daran habt, dann schreibt es mir in die Kommentare unten rein. Dann werde ich mich auch mal darum kümmern, mir den Comic Godzilla Dominion zuzulegen. Und dann können wir mal ein ausführliches Review über diesen Comic machen, denn dort haben wir wesentlich mehr Tiamat-Action als im Film Godzilla Kong The New Empire. In diesem Sinne, ihr Lieben, bin ich für heute raus mit dem Video. Ich hoffe, das Tiamat-Update hat euch gefallen. Ich habe euch hier nochmal das erste Video zu Tiamat verlinkt. Das könnt ihr gerne auch mal nachholen. Aber ich glaube, hier müsste alles perfekt zusammengefasst worden sein. Plus nochmal Ergänzungen. In diesem Sinne sehen wir uns zum nächsten Video wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao.